Kessel! Hinten auch noch rum! Aua! Loslassen! Ach, halt die Klappe! Lass mich! Ich will nicht! Warum immer ich? Weil du die Oberpfeife bist! Du Erdnuckel, du! Nein. Von dir. Für jeden von uns. Warum denn? Ist doch viel zu teuer. Blöde zahlen alles. Komm. Stille setzen. Sollst nicht grinsen. Nun hört mal her. Für jeden meiner roten Brüder eine Limo und ihr seid wieder frei. Und wenn nicht, dann... An die Kleen traust du dich ran. Immer Gärtchen. Aber unser großer Bruder wird dich schon mal zeigen, wer hier der King ist. Sicke. Hey, Fessel. Was macht ihr denn da? Ihr verrückt. Du, wenn du das Pferd mal für uns organisierst, brauchst du kein Eis mehr kaufen. Wie denn organisieren? Klauen? Mensch, Pumpen oder Bon. Oder schaffst du irgendwie ran? Blöd, Mann. Was ist denn da? Wartet mal! Wo ist denn hier die Schule? Also, Sie gehen die Straße runter, dann links und im anderen Ortsteil. Haben Sie verstanden? Ja. Danke, tschüss. Der war ein Dick. Ein Verrückter oder einer von der Zeitung. Der fragt sonst immer just nach der Schule. Ich war zu neue Lehrer. Ich weiß nicht. Die Lehrer werden auch immer kleiner und dünner. Muss ja nicht so bleiben. Da kippt ihr doch keinen Mann. Ist es mehr ein Lehrerchen. Los, wir verfolgen ihn. Mal sehen, ob es wirklich der neue Lehrer ist. Hier! Betrüger! Hilf mir! Brrr. Junge, was machen die bloß mit dir? Bei der Hitze! Lauf einfach davon! Komische Freunde! Na los, komm! Großer Marc! Na, Max, alter Freund, das wird dann unser letzter gemeinsamer Gang. Hey. Muss Max von hier weg? Das Haus wird zu klein, sagen die jungen Leute. Für mich und das Pferd zu klein. Naja, mich kriegen sie noch ins Altersheim. Aber nicht, mein Max. Na, willst du nicht auch mal? Hm? Kann man denn da nichts machen? Ach ja, weißt du. Max, du gehörst doch hierher. Na, wie gefällt Ihnen das Zimmer? Besonders groß ist es ja nicht, aber dafür ist der Weg zur Schule nicht weit. Alle Ihre Vorgänger haben bei mir gewohnt. Stimmt doch. Bitte, nach ihm. Arnaldo, wie wär's mit einem Kaffee? Einen Cappuccino oder einen Muckefuck? Mach das ganz, wie du denkst. Hm. Unser Arnaldo träumt immer von Italien. Bitte nehmen Sie Platz.
Ach, wissen Sie, Sie werden sich schon eingewöhnen. Das ist nur am Anfang schwer. Wir werden uns selbstverständlich auch um eine Wohnung für Sie bemühen. Alle unsere Kollegen sind gern an unserer Schule. Es geht alles ein bisschen familiärer zu als in einer Stadtschule. Ist ja klar, nicht? Wir haben kleinere Klassen. Die Eltern unserer Schüler kennen wir sehr genau und sie uns natürlich auch. Auf dem Dorf darf man nie anonym. Manchmal fühlt man sich allerdings auch beobachtet. Tja, was wäre noch? Wir leben hier mit den Jahreszeiten. Kinder kommen aus 5 Dörfern. Lernhaltung im Winter gut. Im Sommer, naja, Disziplin normal. Höflich sind sie. Wollten Sie eigentlich aufs Land? So. Der Cappuccino. Prego. Ja. Hoffentlich ist er stark genug. Ja, also heiß ist der Arnaldo. Danke. Prego, bitte. Avanti, Arnaldo. Wie? Avanti. Ach, ja. Oh, pardon. Nochmal zu meiner Frage. Wollten Sie eigentlich aufs Land? Ich konnte es mir nicht aussuchen. Also wieder nur eine Gastrolle für 3 Jahre. Vielleicht haben Sie Vorurteile. Ich weiß noch zu wenig. Sehen Sie sich um. Unser Lehrerinnenkollektiv freut sich jedenfalls auf Sie. Man wird sich um Sie kümmern, junger Mann. Gott, ist gleich 7:30, ich muss ja rüber. Oh. Toi, toi, toi. Falls Sie noch irgendwas brauchen sollten, wollte ich nur sagen, können Sie sich Frau natürlich Hubert, Herr Simon muss sich noch umziehen. Verzeihung. Mann, sind die nett. Mitten in der Nacht reißt du uns aus dem Bett. Nur wegen deiner Blasmusik. Hättest du ja auch eine schöne Platte auflegen können. Unsere Feuerwehrkapelle spielt auch so schön. Ja, aber nicht so laut. Und so wenig und so wenig. Wuff, 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 wuff. Lass doch mal. Vielleicht finden wir für dich auch was Schönes. Ja, Mutti, guck mal da, die schönen Leuchter. Richtige Vaterkinder habe ich. Richtige Vaterkinder. Hey, geht los. Seit wann interessiert ihr euch eigentlich für Blasmusik? Seit heute. Ist doch schön. Mal was anderes. Nicht, Mutti? Sag mal, wollte Opa Krüger wirklich mit Max zum Pferdemarkt ihn verkaufen? Ja, was machst du jetzt? Weiß nicht. Wenn ich Opa Krüger gefunden habe, da wird mir schon was einfallen. Du hilfst mir doch. Ja, schon. Mir muss was einfallen. So ein Pferd müsste man haben. Tja, und wer bezahlt das? Naja, es braucht ja nicht so ein großes zu sein. Es gibt ja auch ganz alte und billige. Tja. Los. So eins wie Krügers Maxe. Ihr wollt doch nicht etwa ein Pferd haben.
fütter du erst mal dein Kaninchen und rede mir nicht vom Pferd. Ja. Guck mal, so bequem und so billig wie unser Octavia kann ein PS gar nicht sein. Und immerhin hat der fast 50 PS unter der Haube. Braucht kein Futter, nur so, naja, 8 bis 9 Liter Getränke. Ist zwar nicht so umweltfreundlich, aber dafür schneller. Also wenn er mich fragt, ich hab Pferde am liebsten auf dem Bild oder im Fernsehen. Um 4 Uhr am Auto. Für alle. Ja. Alles klar? Du passt auf Basti auf und du nimmst Gärtchen. Alles klar. Ja? Na ja. Gut. Also gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Hm? Tschüss. Mann, wir sehen uns erst da drüben. Komm jetzt! Na also! Wolltest du haben, ja? Ja. Verstehst du, was die meinen? Was? Ich hab sie gerne. Aber von morgen nicht, willst du mir verkaufen, bei 15. Dann gucke ich sie dir nicht ab. Überleg dir das mal richtig. Bis heute Abend ist die beste Zeit. Weißt du, wo das selbst steht? Dann Mensch, renn doch nicht so! Überleg dir das ja. Bastian! Mist! Ehrlich! Aber wo denn? Oh, guck mal. Ist das ein hässliches Pferd? So hässlich wie Krügers Maxi. Ist ein Hautmensch. Ist so peinlich. Guckt aber lieb, nicht? Ja. Da sind sie ja. Da ist ja Krügers Maxi. Hey, hey, weg da, mach mir das Pferd nicht wilde. Hey! Mach ich doch gar nicht. Ja, pass auf, du. Tschüss, Maxi. Ja, das darfst du. Was hast du denn? Gertchen. Zu spät. Sally wird mich auch wieder verkloppen. Was hältst du denn? Der lebt doch noch. Was ist denn, Gertchen? Klasse. Das ist ja ein extrem lustiger Ausflug. Nee, hätte ich bloß ausgeschlafen. Du verstehst gar nichts, überhaupt nichts. Der Opa Krüger musste sein Pferd verkaufen, weil er ins Altersheim geht. Na und? Naja, da kann er das Pferd eben nicht mitnehmen. Und seine Kinder, die wollten es auch nicht behalten. Na und wir wissen nur nicht, was mit ihm passiert. Na und der heult, weil er sozusagen mit Maxe befreundet ist. Na komm. Hör auf zu heulen. Okay? Komm, wir gucken mal. Willst kaufen? Was soll er kosten? Gutes Pferd, ne? 1000. Nee, dafür will ich ihn nicht haben. Auf der Rippen hat er auch. Ja, ja, eben. Muss er ein bisschen rausfüttern, ne? Nee. Alt ist er, aber ein gutes Pferd. Nee. Dafür will ich ihn aber nicht 800? Haben. Auch nicht. 600! Nee, kannst du mal. Ja, den aufladen. Vorwärts. Ho, 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 ho.
Ja. Unser Maxe. Ob Sterben dem Max wehtut? Bestimmt nicht. Da brauchst du keinen Kopf zu machen. So ein Rossschlechter ist doch ein Profi. Muss Sterben überhaupt sein? Naja, klar, sterben wir doch zum Leben. Außerdem, bei Tieren ist es sowieso anders. Naja, damit du ein Schnitzel essen kannst, muss ein Schwein eben sterben. Naja, und Maxe? Den kannst du ja auch trotzdem lieb haben. Sterben heißt doch nicht vergessen. Weißt du noch, wie hat die Tante Hilde immer den Onkel Otto geschimpft? Und jetzt, wo er tot ist, heißt es immer: Ach, mein lieber, mein seliger Otto. Oma sagt, ihr betet lebt länger, stimmt das? Nee, das glaube ich nicht. Könnt ihr auch nicht schlafen? Nee. Komm doch zu mir. Ich hab Angst. Hey, warte mal! Hey! Aber und ist nicht du, August. Was ist nun die Erdnuckel? Pferd oder Eis? Heute Nachmittag bist du dran. Blödmänner! Halt auf, ihr Idioten! Männersache, halt dich da raus. Wir kaufen uns ein Pferd. Bestimmt. Und da könnt ihr alle reiten. Und mein Bruder, den lasst in Ruhe. Klar? Also gut. Morgen ist eure letzte Chance. Sag mal, wie sollen wir das machen? Guck mal, da ist Klaus. Ja. Halt mal. Klaus! Komm mal ganz schnell mit. Wo kommst du denn her? Ich kann doch nicht einfach abhauen, Mensch. Bitte, nur einen Augenblick. Klaus kommt doch gleich wieder. Na geh. Komm. Aber beeil dich. Ja, ja. Pass auf, jeder knackt sein Sparschwein, wir legen alle zusammen und du gibst uns den Rest von deinem Jugendweihgeld, ja? Hä? Klaas gibt uns den Rest von seinem Jugendweihgeld. Toll, Hatze, wir kaufen das Pferd und retten Maxe. Nö. Nein. Warum denn? Ich will mir einen Rekorder kaufen. Nee. Klaus, Mädchen lieben Pferde. Und wenn du mit einem Pferd zur Disco kommst, na, ein Moped hat doch jeder hier. Aber so ein Pferd, die Mädchen, die stehen bei der Schlange, da kannst du dir aussuchen, welche du nimmst. Klöschen. Ein Rekorder auf dem Pferd sieht sowieso doof aus. Mach mit, Atze. Wir zahlen dir auch etwas vom Taschengeld zurück. Tja, was will Mutter und Vater dazu sagen? Na, was sollen die dagegen haben? So ein Pferd ist doch nützlich. Hey. Ja, also gut, nach der Schule am alten Schöpfwerk. Die werden schön blöd gucken am Sonntag bei der Disco. Wir kaufen Pferd, wir kaufen. Du bist toll, du bist riesig, du bist großartig, mein Gabilein. Tralalalala, tralalalala, tralalalala. Ich hab ganz nah dran denken müssen. Ich auch. Und ich werde Artistin. Die weltberühmte, weitgereiste Gabriela Gabrella. Sensation, Sensation. Meistersprünge auf dem Pferd. Hep. Tetrette. Ich bin der Häuptling. Yippie. Fessel die Pfeifen. Animator fahren mit Ingo und Jens. Und Marcelli, der wird gleich gefressen. Yippie.
Müssen wir nicht zur Schule? Ich habe Angst vor so einem großen Pferd. Du kriegst 3 Stunden. Von mir persönlich. Du wirst sehen, das Pferd wird auch dein Freund. Und zu Papi, Mami, kein Wort, keins. Hm. Bis um 2 dann. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Simon wird für die nächsten Jahre euer Klassenleiter sein. Was gibt's denn da zu lachen? Ihr seid seine erste Klasse? Macht es ihm nicht so schwer. Also, dann alles Gute, Herr Kollege. Dankeschön. Ja, sag mal, wo kommst du denn jetzt her? Hm? Lass mich raten. Du musstest deine Karnickel füttern. Nein. Oder die Luft war aus dem Fahrrad. Nein, es war ein Pferd. Sehen Sie, das ist auch das Landleben. Also. Ja, also, ich komme aus der Stadt. Aus Pirna. Das hört man. Habt ihr alle Tiere zu Hause eigentlich? Ja. Wollen wir über eure Tiere sprechen? Was habt ihr denn so? Ich krieg ein Pferd. Ein Pferd? Ja? Wie heißt denn du? Gerd Kuhlmann. Aha, und du hast Tauben. Verkauf ist erst morgen. Ich habe keine Angst vor Pferden, ich habe keine Angst vor Pferden, ich habe keine Angst vor Pferden. Jetzt. Könnt ihr nicht lesen? Steht doch dran. Wir wollen das Pferd. Vom Pferdemarkt. Aber lebend. Ein Karpfen lebend, habe ich ja schon gehört, aber ein Pferd lebend? Und von mir? Das ist ja ein besonderes Pferd. Wir wollen Maxe wieder haben. Das graue Tier von dem ollen Grabur. Bisschen umständlich, über den Pferdemarkt nach hier. Wo wohnt ihr überhaupt? In Grabo. Das ist nicht weit. Ist ja raffiniert. Ihr lasst mich den Gaul erst 60 Kilometer herfahren und holt ihn dann einfach die 4 Kilometer nach Grabo ab. Ist ja raffiniert. Hm? Hier ist er. Maxe, du alter Junge, dass du noch lebst. Kann ich verstehen. Ich bin auch ein Pferdenarr. Für die Pferde habe ich Schule und Elternhaus verlassen. Aber ich habe schon einigen Aufwand gehabt. Könnte ihn noch gut verkaufen. Morgen. Meine Buletten sind im ganzen Kreis berühmt. Geben Sie es uns. Bitte. Es ist so wichtig. Also gut, 700. Aber gestern war es noch 600. Oh, ja, gestern. Jürgen! Ja! Na komm, ey. Können wir nicht noch über 650 reden? Ah! Unter uns. Ich gehe schon vor. Wir sind Tierfreunde. Ah, Mensch. Bitte. Also gut, Tierfreund, weil ihr seid. Aber miese mache ich dabei. Hm. Danke, danke. Das ist aber noch nie. Och, du doch auch nicht.
mir mal hoch. Naja. Ich halte ihn so lange. Ah! Ist ja noch kein Meister von mir gefallen. Tja, aber schon so mancher vom Pferd. Lass mal Vater machen. So. Eins. Und. Hopp. Voila! Oh! Ruhig, Max, so ruhig. Ruhig. Ist ja gut. Toll, toll, toll! Hier. Hab ich gespart. Ich wollte doch aber auch bei dem Pferd mitmachen. Erst geht er mir ein Dorn durch die Ohren und jetzt. Mensch, ist doch dein Pferd. Hm? Ah! Und wohin jetzt mit Maxe? Tja, nach Hause geht's nicht. Wir müssen jetzt dann schon drauf vorbereiten. Ist ja schließlich kein Goldhamster. Hm. Das alte Schöpfwerk, wir stellen's da unter. Hm? Und du? Du musst die ganze Sache Papi erklären. Dann hast du auch deinen Anteil an diesem Pferd. Am besten gleich heute Abend, wenn er vom Feld kommt. Okay? Hm? Also ab. Willst du mal hupen? Welche Hose war es denn diesmal? Keine. Keine. Hast du dein Bett nicht weggeräumt? Doch. Eine Keilerei. Also die Hose war es nicht. Bett hast du weggeräumt. Keine Keilerei. Was hast du denn? Bauchschmerzen, ganz doll. Der hat nichts gesagt. Pfeife. Nanu? Tja, jetzt musst du mit Mutti reden. Ich? Naja, so von Frau zu Frau. Hm. Ich wisch nachher noch die Küche, ja? Das lieb von dir. Soll ich dir einen Kaffee machen? Ja. War heute ein schwerer Tag für mich. War ganz allein im Stall. Hannas Kind ist wieder krank. Danke. Die Lein. Na, meine süße Maus. Mama? Hm? Ich muss dir was sagen. Was denn? Ist was mit Jungs? Hm? Mein Gott, schon jetzt. Heinz! Weißt du es jetzt, Mutti? Was denn? Was denn nur? Sie weiß es nicht. Maxe, das ist ja richtig spannend hier. Morgen müssen wir es den Eltern sagen. Wir können uns doch nicht jeden Abend von zu Hause wegschleichen. Wenn die uns mal erwischen, kriegen wir einen Arsch voll. Ja, ja. Sonnabend gehe ich zur Fete. Mit Pferd. Morgen werde ich Häuptling. Mit Pferd. Ja.
Geh bitte bis zur Bank. Die Kleinen nach vorn, die Kleinen nach vorn. Hört doch bitte zu. Jetzt unten habe ich das hier. Das Pferd hier. Die Kleinen nach vorn. Was ist das nur für Unmensch? Wo ist denn euer Lehrer? Hier bin ich. Entschuldige. Schon gut. Ruhe jetzt. Die Mädchen in die erste Reihe und die Jungen dahinter. Na, würden Sie sich bitte in die Mitte stellen? Für Tierquäler. Teufel nochmal. Hier. Das habe ich gefunden im alten Schöpfwerk. Wir lächeln. Als ich Futter holte, da stand das Pferd ganz allein verlassen. Kriegt ihr doch nicht auf, Anailo. Das ist doch Frühjahrs Maxe. Ja, tatsächlich. Das ist der Maxe. Klar, das ist er. Ja, aber wie kommt denn der ins Schöpfwerk? Ich denke, er hat ihn auf dem Pferdemarkt verkauft. Herr Kuhlmann. Der alte Mann im Altersheim und das Pferd wo ist hier. Wo willst du hin? Die hat doch auch eine Seele. Da stellt man nicht einfach irgendwo hin und haut dann ab. Das ist mein Pferd. Ach, geh weg, du Bengel, du. Du bist so ein Tier gar nicht wert. Ich muss hier weg. Ach, hier dein Junge, arme Ursel. Er behauptet, das Pferd gehört ihm. Na, dein Heinz wird sich schön bedanken. Dank dir, Arnaldo. Mutti, ist wirklich meins. Wir trinken nachher mal ein Schnäpschen. Herr Simon, könnten Sie vielleicht den Gerd für eine halbe Stunde vom Unterricht befreien? Das Pferd, Sie sehen ja selbst. Ich muss wieder zu meinen Kälbern. Ja, aber eigentlich ist Unterricht. Das ist eine Ausnahme. Einmalig, Frau Kuhlmann. Ich schmeiß mich weg. Die Pfeife hat's geschafft. Der hat einen Gaul. Junge. Blöder Gaul. Mir ein Eis lieber. Ihr seid wohl total übergeschnappt. Wie kommt ihr überhaupt zu Krügers Pferd? Gekauft. Und wovon habt ihr das Pferd bezahlt? Zusammengelegt. Wir wollten ja nicht, dass Max geschlachtet wird. Aber wo soll das Pferd hin? Euer Vater wird wahnsinnig. Nun komm, hör auf. Wir bringen das Pferd erstmal im alten Schuppen unter. Mit Papa rede ich heute Abend. In aller Ruhe. Aber allein, hörst du? Tschüss. Mama, ich möchte auch mal Häuptling sein. Kein Pfeifenauge und kein Erdnuckel. Maxe, komm. Maxe. Komm noch mal. Hat doch schon angefangen. Ich sag dir nachher nicht, wer es war. Komm schon. Aber heute ist doch Mittwoch. Na und? Ist eben Mittwoch. Naja, aber... Feine Traubenmilch, 12 Mark. Hast du den im Konsum gekauft? Hm? Ja. So ein teurer Wein am Mittwoch? Mann, was soll denn die Frau Schmidt dazu sagen? Dass Mittwoch ist. Hm? Prost. Oh, hab ich einen Durst. Schmeckt aber. Hm? Nach 18 Jahren Ehe Mittwochswein, ist irgendwas los? Nö. Nee.
Vielleicht bauen sie einen Unfall. Wetten? Gabi hat heute die Küche allein gemacht. Picobello. Blitzsauber. Naja, vielleicht platzt nur mal der Knoten bei unserer kleinen Schlampe. Bei dem Papa kann man ja noch hoffen. Sag mal, Rüyas Max soll wieder ein Dorf zurückgekommen sein? Also ich habe sowas noch nie gehört. Ja, das ist so eine Sache. Der Max ist ja nicht allein zurückgekommen. Ach, hat der Käufer den alten Klepper wiedergebracht? Das finde ich gut. Unsere Kinder haben Maxi gekauft. Ja. Steht draußen im Schuppen. Ursel, das liegt am Wein. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Ich will abends meine Ruhe haben und kein Pferd. Was hast du da eben getan? Was soll ich denn machen? Stand doch schon vor der Tür. Was du dagegen tun sollst? Der Pferd muss weg. Das ist mein Haus. Hier ist kein Platz für ein Pferd. Und du verbindest dich noch gegen mich. Ist ja eine tolle Familie. Mittwoch. Ha. Die Kinder wollten doch bloß Maxi retten. Und Gertchen hängt so an dem Pferd. Aber ich nicht. Was ist denn los? Ich kann keinen Traum finden. Kannst keinen Traum finden? Träum vom Pferd. Komm, Maxi. Sauf. Saufen ist gut. Die lachen sich moin tot, wenn sie das in der Brigade hören. Quatsch, ein Pferd? Was soll denn das? Was soll denn das? Meine Kinder haben ein Pferd. Ein Vogel haben sie. Also, wenn du mich fragst, da haben die Eltern ja auch ein bisschen dran Schuld, hä? Kinder kriegen ja heutzutage alles. Meinst du, die haben mich gefragt? Stell den Vieh einfach in den Stall und fertig. Das ist Selbstbewusstsein. Na, Schwott, hat bei uns immer geholfen. Und denn, der Pferd bleibt. Wenn die wüssten, was das für Arbeit macht. Vielleicht lernen sie auf diese Weise arbeiten. Und wenn nicht? Dann nehmen wir eine große Keule, machen Buletten draus und den Rest verkaufen wir. Das ist ein Vorschlag, wa? Ist ein Pferd auf dem Lande wirklich so was Ungewöhnliches? Ich meine, die Kinder hängen vielleicht wirklich dran. Man könnte doch kleine Wege damit erledigen, spart Benzin. Und wenn der Schulbus wirklich mal nicht kommt? Junger Mann, Sie kümmern sich mal darum, dass die Jüren lesen und schreiben lernen. Von der Landwirtschaft verstehen Sie wieso nicht. War nur ein Vorschlag. Ein Bier für meinen Herrn Lehrer. Das müssen Sie den Kindern mal in der Schule sagen. Tiere sind keine Kassettenrekorder. Um die muss man sich kümmern. Hier jeden Tag. Und manchmal sogar in der Nacht. Hm. Ich nehm's mit dem Plan. Prost. Prost. Mein Freund, der Plan. Und meine Geliebte, das Leben. Guten Abend. Peter, einen doppelten Kali für meine Ursel. Schon unterwegs. Und morgen reden wir mit den Gören. Einverstanden? So, bitteschön. Dankeschön. Das ist eine Frau. Das ist Herr Lehrer. Wir kennen uns schon. Prost. Prost. Ja, dem Lehrer hast du aber ganz schön feurige Ohren zugeworfen. Will ich dir ja nicht ein, dass ich so alt bin? Du, da muss irgendwas passiert sein. Also ja, passiert sein. Da brennt doch noch Licht. Doch, nichts ist passiert. Die Kinder räumen auf. Ist das schön. Das Pferd, das große Pferd, ist einfach ins Wohnzimmer gelaufen und die Stroh. Und es hat die Äpfel aufgefressen und die Strohblumen auch. Da.
Und da, da hat's hingepullert. Mein schönes Wohnzimmer. Taschengeld, Adi. Kriegen wir jetzt einen Arsch voll? Ab in die Küche. Wer von euch ist auf die Idee mit dem Pferd gekommen? Na los. Alle. Das ist ja prima. Da könnt ihr euch auch alle kümmern. Mutter hat gesagt, ihr habt Max retten wollen. Ja, nur frage ich euch. Wozu braucht ihr ein Pferd? Na, ich höre. Na, wir können der Mutter im Garten nützlich sein. Oder Futter holen für die Karnickel. Ja. Eine sechsköpfige Familie kann den Garten auch alleine umgraben. So ein Pferd aber frisst immer. Ob es arbeitet oder nicht. Jeden Tag. Mehrmals. Sie haben es uns doch so gewünscht. Was hast du? Sie haben sich so gewünscht. Gewünscht, ja. Wünschen kann man sich alles. Aber man kann sich doch nicht jeden Wunsch erfüllen. Man muss auch mal an andere denken. Ich zum Beispiel habe mir immer gewünscht, Seemann zu werden. Na ja, da habe ich mir den Wunsch verkniffen, weil ich an euch und an Mutti gedacht habe. So ist das. Und was ist, wenn ihr an eurem Wunschpferd kein Interesse mehr habt? Na? Na? Nee, nee. Dann trifft's wieder Mutti und mich, stimmt's? Ich sage nur Karnickel. Genau. So weit kommt es nicht. Du wirst staunen über uns. Grünfutter holen wir von der Wiese oder vom Wegrand. Na. Und? Im Frühjahr bauen wir Rüben an, im Garten. Hä? Stimmt's? Ja. Und jeder ist einen Tag für das Pferd verantwortlich. Große Sache machen wir gemeinsam. Also gut, ist ja euer Pferd. Ihr seid, wie Gabi so schön sagt, verantwortlich. Aber wenn das mit dem Pferd nicht klappt, da kommt's da zurück, wo ihr es hergeholt habt. Nämlich zum Rossschlechter. Morgen wird der Schuppen in Ordnung gebracht. Von euch natürlich. Und jetzt ab ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. 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 Na, komm her. Glaubst du, dass sie es schaffen? Glaubst du's? Ist ja gut. Wer ist noch dafür? Oh. Hallo, mach schon. Los wegen dem neuen Gaul. Los, auf zum Wasser. Die Heinis aus Uchte kriegen Auge, wenn wir da mit dem Gaul ankommen. Wieso Wasser? Wir reiten in den Wald. Zum Hexenhaus. Zum Wasser. Hexenhaus. Zum Wasser. Hexenhaus. Ruhe. Hat die Pfeife auch schon eine Meinung? Abstimmung. Wasser? Oder Hexenhaus? Wasser. Na los. Tja, Bäubling. Tja, Bäubling. Man muss auch auf die Stimme des Stammes hören. Mir nach, ins Wasser. Los! Das fangen wir gar nicht erst an.
der Unterarm. Mensch, mach mal, los, schnell. Nimm meine Tasche. Lass ihn mal hoch. So. Na los, Maxi, los mal. Komm, hopp. Ah, Helmut kommt auch schon. Na los, Jungs, nun mach mal ein bisschen hier los. Komm, mach doch mal. Mach doch mal. Schneller, Mensch. Schneller, Mensch, geht's denn nicht schneller? Oh. Auch das noch. Mensch. Was ist denn? Mensch, der will nicht. Der macht, was er will. Mann. Schläuche gerade auslegen. Ja. Mann. Warum kommst du jetzt erst an? Donnerwetter. 13 Minuten. 48 Sekunden. Alles aus. Heiliger Lothrian, lass es nie brennen. Dein Motto. Benzin eingespart, Haus abgebrannt. Aha, sehr witzig. Hast du aber Glück gehabt, dass es bloß eine Übung gewesen ist. Los, Leute, alles nochmal von vorne antreten. Reiß dich mal ein bisschen zusammen, nutzlose Pfeife. Sag mal, ob dein Pferd überhaupt schon gefüttert so schlapp wie das ist? Nee, wir hatten noch Schule. Na und? So ein Pferd hat trotzdem Hunger. Geht jetzt Grünfutter holen. Alle! Ich wollte zu Wiese. Kai, ich muss noch Mathe machen. Hm? Meine Tante, die kommt heute, ich muss mich noch waschen. Ich muss noch meine Oma abholen. Und nun bewegt euch endlich! Mensch, du musst das Ding flach halten! Ist doch gut! Lass sein! Ja. So, nun gucke. Mann holt aus und zack! Sag ich doch! Flach halten! Halt die Klappe, Mensch! Mach's doch besser! Mach was für dein Pferd! Willst du mich umbringen? Das Ding ist doch scharf. Gib bloß her. Reicht's denn noch nicht? Noch lange nicht. Weißt du nicht, wie groß der Bauch des Pferdes ist? Weitermachen, schneller. Das würde ja für 30 Karnickel reichen. Das stimmt, aber du wolltest das Pferd. Immer ich. Jetzt hat es jemand umgebracht. Ganz ruhig. Platz. Ganz ruhig. Du gehst jetzt ganz brav nach Hause. Ganz ruhig. Wir tun dir ja nichts. Keine Angst. Maxi tut nichts. Der ist wirklich ganz zahm. Wieso denn Angst? Sag mal, ist hier nicht Tollwutsperre? Nee. Nur für Hunde und Katzen. Ach so. Naja, wir wollten uns entschuldigen, weil wir wollten sie ja nicht stören. Aber wir haben das Pferd eben erst neu. Schon gut, okay. Manchmal hört es ja noch nicht so. Auf uns. Außerdem hat es bestimmt Hunger gehabt. Das Gras hier ist so schön grün und saftig. Und sonst liegt hier keiner rum. Also er meint, sie können natürlich hier rumliegen. Aber eigentlich ist es keine Liegewiese, sondern eine Weide. Kutschfahrt. Dürften wir sie mal zu einer kleinen Kutschfahrt einladen? Ja, klar. Gerne. Mhm. Okay. Prima. Komm, Maxe, komm. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Und außerdem sind die Alpen ein Faltengebirge. Das war's. Ich bewerte deinen Kurzvortrag mit gut. Inhaltlich war ja alles in Ordnung. Nur... Du musst dich um einen besseren Ausdruck bemühen. Ist doch Geo und nicht Deutsch. Kluge Gedanken müssen auch klug formuliert werden. Ihr lernt die deutsche Sprache, damit ihr sie auch in anderen Fächern anwenden könnt. Klar? Gerd, fass bitte zusammen, was wir bis jetzt über die Wirtschaft Österreichs gesagt haben. Ey, du Opfer! Auf welcher Basis gewinnt Österreich seine Energie? Na? Wind. Wind! Wasserkraft. Ruhe!
Gerd Kuhlmann dein Hausaufgabenheft. Ich werde dir für dein unverschämtes Verhalten einen Tadel eintragen, klar? Ich hoffe nicht, dass dich mein Unterricht eingeschläfert hat. Nee, nee, ist sehr interessant. Vielleicht erklärst du mir dann mal deinen Schwächeanfall. Was soll das? Dein Pferd, es konnte nicht. Also, es konnte nicht. Puh. Sag doch, wie es war. Das Ross des großen Häuptlings konnte nicht putzen. Also, das ist so. Wenn ein Pferd nicht putzen kann, er muss bewegt werden, sonst kriegt, damit es keine Kohle kriegt. Unser Hof ist zu klein, also da sind wir, mein Bruder und ich, da sind wir die ganze Nacht mit dem Pferd ums Dorf gerannt. Und so gegen 3 konnte es dann. Hehe, müder Häuptling ist ein mieser Häuptling. Marcel, bring mir bitte dein Hausaufgabenheft. Du bekommst einen Tadel wegen unkameradschaftlichen Verhaltens. Geschlafen wird in Zukunft zu Hause, klar? Ihr könntet doch Gertchen bei der Pferdezucht helfen. Pferdezucht? Mit dem alten Gaul? Gut, Mann. Wir helfen dir und du hilfst uns mit dem Pferd bei der nächsten Altstoffsammlung, ja? Oder habt ihr noch andere Vorschläge? Na, sag mal. Bitte. Wir können ja ein Zoo eröffnen. Hey! Benzinsparen ist umweltfreundlicher. Hey! Kutschfahrten machen. Ja! Oder Bäume aus dem Wald holen. Hey! Im Winter Auto einschleppen. Ja! Oder Pferdeäpfel verkaufen. Hey! Was war denn das für ein Lärm in Ihrer Klasse? Das war Begeisterung. Begeisterung in der 6b? Mhm. Pass auf, Schwesterchen, ich gehe jetzt mit diesem Pferd. Mit diesem Pferd zur Fete. Meine Kumpels warten auf mich, und zwar mit Pferd. Bei dir piepst wohl. Du hast sie doch nicht mehr alle. Was ist da endlich los? Reiten willst du, aber wenn ich das Pferd durch dich verlassen würde, dann wäre ich schon längst umgefallen. Halt endlich die Klappe, du alte Giftziege. Lass meine Schwester in Ruhe. Lasst mich doch in Ruhe mit eurem doofen Gaul. Aber die, aufsteigen. Nee, bremse was. Der ist doof, nicht? Na, Mädchens, habt ihr wieder Hunger? Na klar. Na, das ist eben mal nicht anders. Schmeckt nicht mit dem Fleischstückchen. Gewitter hat uns gerade noch gefehlt. Hoffentlich schaffen wir es. Also, das hat ja genug geregnet. Ja, du mach mal. Bitte? Nun kommt doch mal, ich will auch was essen. Eins. Wo brennst du? Komm doch mal. Ursel, möchtest du auch nicht? Nein, muss der Schicht. Sag mal das Heu für Maxi. Kannst du den Kindern nicht beim Einfahren helfen? Wird doch gleich regnen. Na, die wollten sich doch selber kümmern. Jetzt zieht das schon los. Was interessiert uns denn das Heu? Kann doch hier nicht abhauen, bloß wenn meine Kinder ein Pferd oder einen Vogel haben. Wo wollen wir hin? Baden? Heu! Kann ich helfen? Hä? Ja! Avanti, avanti! Bastian, mach! Da musst du reinspucken. Oder reinpinkeln. Das brennt. Aber hilft. Na, avanti! Avanti! Thank you.
Los, komm. Wenn es regnet, überfallen wir die Bude der Bleichgesichter. Ich kann doch jetzt nicht. Meine Leute sind sauer, wenn ich jetzt abhaue. Und außerdem muss Max auch im Winter fressen. Quatsch nicht vom Winter. Jetzt ist Sommer. Und außerdem sind wir deine Leute. Kommst du jetzt mit dem Gaul? Oder wir müssen schon wieder einen neuen Häuptling wählen? Nee, nee, ich versuch. Warte doch nicht am Busch. Weil ich. Was machst denn du da? Hau ab, Max wird woanders gebraucht. Das Pferd bleibt hier. Ist doch kein Spielzeug. Ich muss mal kurz weg. Ohne Pferd kannst du alleine hier bleiben, du Pferdebesitzer. Du bist an allem schuld. Hey, was hat der Kleine dir denn getan? Entspruch, piept's wohl. Wenn du so viel Kraft hast, dann arbeite mal ein bisschen. Es wäre nötig. Das ist mein Pferd, meins. Was ist denn mit dem los? Ja, der hat einen Hitzekoller. Das ist doch sonst ein ganz normaler Mensch. Da prego, Senor. Hallo. Kennst du die Geschichte von den beiden Wolken? Nee, erzähl mal. War mal eine kleine und eine große Gewitterwolke. Die kleine verliebte sich und wollte sich auf ewig mit der großen verbinden. Und verliebt hauchte sie dem Wind zu. Blase schneller. Der Wind blies und blies. Und als die beiden endlich ganz ineinander verschlungen waren, blitzte und donnerte es. Und auf die Erde fielen ganz dicke Tränen. Glückstränen natürlich. Und da Glück ansteckend ist, wuchsen auf der Erde Blumen. Senorita, steig auf den Boden. Aber mach dir nicht in die Hosen. Komm, mach Pause. Guck mal da, die Hühner. Oh, die sind schön bunt. Die Farben. Das sind doch keine Hühner, das sind Fasane. Fasane. Hühner. Ach so. Naja, aber schön bunt sind sie trotzdem. Meine Hühner fliegen auf und da, fliegen auf und da. Unsere Truppe will dich unbedingt mal besuchen kommen. Die wollen mal sehen, wie du dich so als Dorfschulmeister fühlst. Die sollen sich bloß nicht wie Völkerkundler aufspielen. Das kannst du ihnen ruhig mal sagen. Du, wie kommst denn du mit den Leuten hier so klar? Du wirst ständig beäugt von den 300 Einwohnern, die ihre Kinder für schlau und den Lehrer für blöd halten. Wie du das bloß aushältst auf so einer Kuhblecke. Naja, zu. Zu Gummistiefeln hast du es ja auch schon gebracht. Stört sich sehr. Nee. Im Grunde gefällt mir es hier. Und vor allem die Kinder. Die sind wirklich in Ordnung. Das ist das Landleben. Das arme alte Pferd.
Ja, nur beruhig dich doch. Ich dachte wirklich, Pferde haben mehr Kraft. Mensch, mein Zug. Wartet hier auf mich, ich komme wieder mit zurück. Hm. Kommst du nächste Woche wieder? Du hast doch ganz schön weit bis hierher und die Zugverbindung ist so kompliziert. Mach's gut. Ciao. Solche Augen. Da kommt er. Hallo. Max, der knuscht immer so mit den Zähnen. Der ist doch nicht krank? Na, wo ist das Pferd? Tag, das Pferd ist gut. In der Scheune. Die Kinder wissen schon Bescheid. Gut. Ich muss zur Schicht. Tschüss. Tschüss, Frau Kuhlmann. Das ist doch keine Umgebung für ein Pferd. Auch nicht für so ein altes. Und, was hat das Pferd gefressen? Dreimal am Tag, nicht? Hm? Was dreimal? Naja, grünes, Brot und vier Roggenkörner. Ja. Das ist ein klarer Fall. Der Max hat eine Roggenvergiftung. Na komm mal her, komm. Leute, wenn ihr schon ein Pferd habt, müsst ihr doch wenigstens wissen, was man füttern muss. Roggen ist doch ein gefährliches Futtermittel, das nur geschrotet verabreicht werden darf. Hm. Ach so? Und vor dem Füttern. Immer tränken. Muss Max jetzt sterben? Wir haben ihn doch gerade erst gerettet. Von eurer Rettung spricht ja das ganze Dorf. Also ich gebe dem Pferd jetzt eine Spritze, dann müssen wir abwarten. Ich hab dem Pferd erst einmal eine ordentliche Umgebung. Braucht genau wie der Mensch Licht, Luft und Sonne. Und ein bisschen Ordnung. Das ist ja ein dolles Ding. In der Familie der Tierzuchtmeisterin Kuhlmann vergammelt ein Pferd. Die Leute, die zeigen ja mit Fingern auf uns. Wir übernehmen die Verantwortung. Das klingt noch in meinen Ohren. Wisst ihr überhaupt, was das heißt? Habt ihr wohl noch nicht in der Schule gelernt. Aber über den Wasserhaushalt der Erde, da wisst ihr bestens Bescheid. Heinz, die Kinder müssen den Umgang mit dem Pferd erst lernen. Bis jetzt haben die Leute mit Achtung von den Kuhlmanns geredet. Das lasse ich mir von euch und euren Spinnereien nicht kaputt machen. Haben wollt ihr alles, aber tun wollt ihr nichts. Das Leben am liebsten auf ein silbernes Tablett serviert kriegen. Wir wissen doch noch gar nicht, ob Max durchkommt. Und wenn, kann man immer noch. Das Pferd kommt weg. Ihr hättet euch das doch besser überlegen sollen. Wir müssen Nachtwache halten. Jeder zwei Stunden. Ich fange an. Geht's ihm schon besser? Ein bisschen schon. Nur geschlafen. In 4 Stunden bist du wieder dran. Was ist denn? Ist schon gut. Schlaf weiter. Geht's Max besser? Ja. Klaus, steh auf. Bist mit Wache dran. Na los. Denkst du, wir sind nie müde? Max ist noch nicht über den Berg. Mach schon. Ich hab euch doch gleich gesagt, dass das mit dem Pferd Mist ist. Na, wer wollte denn die Weiber damit verrückt machen? Das warst doch du. Was wollen wir denn mit diesem alten Pferd? Mach doch bloß Arbeit, der Gaul. Stall ausmisten, Heu machen, striegeln. Na, dabei hast du dich ja nicht gerade besonders überarbeitet. Ich und Gärtchen, wir haben doch die Sache bis jetzt geschmissen. Und ich auch. Ja, du auch.
Also ich hab's mir überlegt. Wir verkaufen Maxe wieder an den Pferdeschlechter. Nee. Für mein Geld will ich doch lieber ein Moped haben. Na, und zum Zirkus komme ich mit dem Pferd sowieso nicht. Nee. Tut mir leid für Gärtchen. Aber ohne Maxe bin ich kein Häuptling mehr. Gleich morgen bringen wir's hin. Morgen, Hanna. Morgen. Ausgeschlafen? Ausgeschlafen, was ist denn das? Machten deine Kleine. Alles in Ordnung. Und deine? Schlafen wie die Engel. Los, wir müssen uns beeilen. Die ersten Kälber holen sie heute schon um 5. Ich mach dich schön, dann haben sie dich vielleicht lieber. Du bist groß und stark. Du bist mein Freund. Aber hatte ich eigentlich Angst vor dir. Aber du bist bald wieder gesund, stimmt's? Als ich los bin, hat er doch noch geschlafen. Geh mal gucken, ich mach so lange allein weiter. Ich steh dir bei. Ich bin dein Freund. Heinz, dein Pferd ist weg. Ja? Halt mal! Heinz, dein Pferd ist weg. Was ist los? Dein Pferd ist weg. Ihr sucht im Wald. Los, ab. Und ihr geht zu den Wiesen. Mach sofort auf! Wenn du nicht alles noch schlimmer machen willst, mach auf! Komm mal hier, Hans. Nimm das. Haut ab! Basti, komm runter. Aber vorsichtig. Der kriegt uns nicht! Tierquäler, Pferdemörder, abhauen! Heinz, mach doch was. Sag ihm, dass wir das Pferd behalten. Den Teufel werde ich tun. Das Pferd kommt aus dem Haus. Du siehst doch, wohin das alles führt. Aber er hat nur Angst, dass das Pferd sterben muss. Bastian, Basti, komm runter. Lass mich mal durch. Also gut, den Rossschlechter kannst du vergessen. Basti. Komm. Ist versprochen.
Na gut. Wo kommt Max hin? Auf jeden Fall weg. Oh. Bleibst du hier? Wollen wir ihn nicht mitnehmen? Mhm. Wir könnten ihn doch bei Ihnen im Schuppen unterstellen erstmal. Nein. Es könnte doch ein Anfang für einen kleinen Haustierzoo sein. Was soll ich denn mit einem Haustierzoo? Für die Schule. Und irgendwann muss man ja anfangen. Ne? Aber nur die Unterkunft. Versorgung, Bewegung und so weiter. Darum muss ich die 6b kümmern. Naja. Kinder, kommt mal her. Was haltet ihr davon? Wir übernehmen die Pflege für das Pferd, solange bis was Endgültiges gefunden ist, ne? Oder? Und immer richtig füttern. Verstanden? Mhm. Also, ist es nun ein Pferd oder nicht? Ja doch. Ach. Nur im Moment kann ich es nicht holen. Kannst du es nicht holen? Also bist du als Häuptling abgesetzt. Pfeifen-August, bleib Pfeifen-August. Warte doch. Morgen habe ich das Pferd wieder, bestimmt. Morgen? Ja. Deine letzte Chance, du. Und wenn ich, dann. Und dein kleiner Bruder ist gleich mit dran. Ja. Mann, lass den Quatsch. Mensch, hör auf. Los. Warte hier. Gute Nacht, Bonzo. Komm. Und dann braucht so ein Pferd Auslauf. Oder wie wir Fachleute sagen, Bewegung. Mhm. Am besten jeden Tag, sommers wie winters. Du kannst dazu meinen alten Kutschwagen kriegen. Ist der noch in Ordnung? Ja, aber freilich, du, die Rentner, die würden sich über eine Einladung zu einer Kutschfahrt freuen. Ja. Dein Vater hat dir versprochen, dass wir keinen Blödsinn mehr machen. Halt die Klappe. Und denk daran, so ein Pferd hat auch eine Seele. Ja. Wolltest du nicht heute nach Berlin zu deiner Freundin fahren? Weißt du, Arnaldo, ich werde jetzt hier dringender gebraucht. Und was machen wir dann mit Maxe? Ist es nur unser Pferd oder nicht? Wer hat's denn gekauft? Hallo? Ist da wer? Ah, ist ja gut, Bonzo. War ja bloß ein Igel. Na, schön ruhig. Mistköter. Der ist wie eine Klingel. So kommt man nie an das Pferd. Ich meine, das ist alles gut. Herr Simon, wir sind voll! Also, der Wagen ist voll! Ich komme! Mit einem hölzernen Bootzelt, Bruder Wagen. Flaschen, Luft, Altpapier? Würde ich wohl zum Heinz machen, wie? Dein Pferd läuft da vorn.
Unsere Truppe wartet da hinten. Heute war deine letzte Chance. Heute ist ja noch nicht vorbei. Um 11. Am Schöpfwerk der Knoten. Ihr wartet hier. Und wenn der Hund wieder bellt? Lass mich mal machen. Ihr bereitet inzwischen das Versteck für das Pferd vor. Na komm. Na los, fang schon an. Ruhig, Max. Steh. Ist ja gut. Na komm. Ist ja gut. Steh. Ja, auch hinten. Geht rein. Morgen. Jungchen, Jungchen. Was hast du nur für Kinder? Was ist denn? Ich hab doch alles für die gemacht. Und jetzt tun sie mir das an. Mein Bonzo. Er ist tot. Er war schon alt. Er hat das Schlafmittel nicht vertragen. Ein Junge, sagte der Arzt, er hätte es geschafft, aber... Mein lieber, armer Bonzo. Der nicht. Was seid ihr nur für Menschen? Redet von Tierliebe und wisst überhaupt nicht, was das ist. Der Hund von Arnaldo ist tot. Scheiße ist das! Scheiße! Wo ist Gerd Kuhlmann? Wo Gerd Kuhlmann ist, will ich wissen. Das wollte ich doch nicht. Herr Simon, haben Sie jetzt keinen Unterricht? Doch. Und warum sind Sie da nicht in Ihrer Klasse? Kann ich. Die Sache mit Arnaldos Hund. Mensch, was hatte ich alles vor mit denen? Wie kann man ein Tier lieben und ein anderes dafür umbringen? Was habe ich denn falsch gemacht mit den Jungs? Oder denken die auf dem Dorf anders
über Leben und Tod als ich mit meiner städtischen Empfindlichkeit. Es gibt keinen Grund, die Tat der Jungen zu rechtfertigen oder zu entschuldigen. Aber Sie sollten jetzt nicht den Fehler machen und sich zurückziehen. Denken Sie daran, dass die hervorragendsten Eigenschaften eines guten Lehrers sind, dass er zuhören kann und die Kinder ernst nimmt. Naja, und was wird nun mit dem Pferd und mit Gerd? Tja, Geduld? Also, ich lasse uns jetzt erstmal einen Kaffee kochen. Versteck. Ja? Und Gertchen wollte doch nur kein Scheibenauge sein. Und wir wollten nur ein bisschen die Maxe retten. Na komm. Mm-mm. Ich wollte doch bloß, dass sie meine Freunde bleiben. Und du? Hast du wirklich geglaubt, dass man Freunde mit einem Pferd kaufen kann? Thank you.